Die Weine sollten immer liegend gelagert werden, möglichst wenig bewegt werden. Idealerweise natürlich bei einer Temperatur zwischen 8 und 14 Grad Celsius. Ausschlaggebend ist dabei nicht unbedingt die Art der Grate, sondern dass es immer konstant bleibt. Also wenn Sie so Schwankungen von 10 Grad haben innerhalb von einem Monat, ist es immer schlecht für den Wein. Dann lieber ein bisschen wärmer lagern und dafür konstant. Das ist für den Wein viel, viel, viel besser und viel wichtiger. Grundsätzlich sind Weißweine immer ein bisschen kühler zu lagern wie Rotweine, obwohl das natürlich im Keller, wenn es da dunkel ist, wenn nicht zu viel Licht ist, auch, sage ich mal, relativ flexibel ist. Wenn Sie den Weißwein dann brauchen, nehmen Sie den, kühlen Sie ihn ein. Das macht den Weinen grundsätzlich nichts. Was Sie vermeiden sollten, wie gesagt, ist Licht oder zu viel Licht, dann auch zu viel Bewegung, dann auch diese großen Schwankungen, die man zu sehr vermeiden sollte. Bei Weißweinen ist es so, dass ich grundsätzlich Weine, die sich so in der Basisqualität abstimmen, sprich Kabinettweine, Weine wie Sauvignons, die Sie auch kaufen für einen frischen, für einen fruchtigen Genuss, für einfach auch was, was vielleicht mal auf der Straße getrunken wird. Das sind Weine, die Sie in der Regel in den ersten 2 Jahren genießen sollten. Also die ersten 2 Jahre wird da nichts passieren, aber dann würde ich die schon genießen. Weine wie Weißburgunder, Chardonnays oder auch Sauvignons, wo man dann weiß, oh, die sind ein bisschen im Holz gelagert, die können durchaus auch dann 3, 5 Jahre, 10 Jahre oder noch länger gelagert werden. Immer unter der Voraussetzung der optimalen Lagerung. Bei Rotweinen verhält es sich ähnlich. Wenn Sie jetzt irgendeinen Qualitätswein trocken kaufen, klar werden Sie den ein bisschen früher aufbrauchen müssen, aber ich denke, dass da auch die ersten 2 bis 4 Jahre nichts passieren wird. Je mehr Sie dann natürlich dann in die großen Gewächse oder auch in die Grand Crus oder auch in Weine, die dann ein bisschen hochpreisiger vom Segment sind, umso länger sind die natürlich dann auch lagerungsfähig. Ist auch eine allgemeine Faustregel, klingt zwar blöd, aber je teurer die Weine sind, desto höher ist in der Regel auch die Qualität und desto lagerfähiger werden die Weine natürlich auch sein. Also da kann man sie wirklich auch an dem preislichen Indikator leider sehr oft halten. Bei geöffneten Weinen verhält sich es natürlich auch immer ein bisschen unterschiedlich von Wein zu Wein. In der Regel kann man sagen, gerade bei Weißweinen, wenn Sie die gut verstöpseln, wird da 1 bis 2 Tage nichts passieren. Manche Weine, die man ja sonst karaffieren würde, die werden natürlich dann in der Regel auch noch besser werden, aber die werden Sie ja nicht 1, 2 Tage im Kühlschrank aushalten. Aber ansonsten so nach 2 Tagen, denke ich mal, ist es vorbei bei Weißweinen. Bei Rotweinen wird es sich ähnlich verhalten, dass wenn die geöffnet sind, einfach wieder gut verschließen, da passiert 2 Tage gar nichts. Wenn Sie den wo vergessen und eine Woche wo stehen haben, kann man dann immer noch sehr, sehr gut auch zum Kochen hernehmen. Also wenn Sie irgendwas anbraten, dann Rotwein zum Ablöschen brauchen, das kann man auf jeden Fall noch damit machen. Weißweine habe ich auch schon gehört und gesehen, werden dann sehr häufig stehen gelassen, bis Essig ist. Und das wird dann auch als Hausessig genommen.